Leia, Meinhard und Joris. Einfaches Waschbecken. Die Kinder werden da drin gebadet. Das geht sich noch für beide Kinder aus, also es ist noch Platz. Da oben haben wir einfach ganz normalen Schrank für Gläser und Müslischüssel, unser Badezimmer. Wir können uns zu viert gut reduzieren. Das Eckchen da reicht aus, haben wir alles. Ja, und da unten ist einfach Mistkübel. Genau. Darunter haben wir, haben ja einen 500 Liter Frischwassertank bzw. Brauchwassertank und dann haben wir da noch, hätten wir einen Hahn für einfach so ein paar Liter Frischwasser, falls man mal das Brauchwasser nicht trinken kann, also falls man mal in irgendein Land kommen, wo man das nicht trinken kann, gibt es dann unten noch eine Klappe, wo man rein kann. Mit Filter, Kohlefilter, also genau. Ja, und sonst in der Küche ist eh alles ziemlich selbsterklärend. Besteckschublade, dann einfach ein paar Teller. So, genau. Die Töpfe, ist auch relativ. Genau. Also wir haben eigentlich voll viel Platz für unsere 12 Quadratmeter, die wir hier haben. Haben wir eine super schöne Küche mit schöner Arbeitsfläche, das mag ich besonders gern. Genau, und da unten haben wir einfach auch Töpfe und Pfannen. Da geht es dann schon weiter mit Lebensmitteln. So. Alles, was das Herz begehrt. Wir essen sehr gerne und sehr vielseitig. Also, und ich koche auch beruflich. Und deswegen ist das ganz cool, wenn man da viel Platz hat. Genau, und einfach Tee und Gewürzladen. Alles. Und da haben wir auch. Ja, da wir Haushaltsstrom haben, können wir natürlich elektronische Geräte betreiben, unter anderem Mixer, Getreidemühle, was man vielleicht sonst nicht so hat in einem Tiny House. Aber wir können uns auch einen Vitamix leisten. Genau, wenn wir genug Strom haben. Und dann Wechselrichter, der uns das super umwandelt. Genau, das sind handgegossene Porzellansteckdosen aus Tschechien von der Firma Ketty Patty, worauf wir sehr stolz sind, beziehungsweise sie sehr lieben, weil sie einfach so schön sind. Und wir haben uns die eben gegönnt und dann eben auch die Lichtschalter. Na, tatsächlich haben wir das unser Haus geplant. Also es war wirklich von Anfang an, wir haben uns gedacht, okay, wir wollen was Eigenes haben und mir war immer ein Haus zu groß, zu teuer und dann haben wir uns gesagt, okay, passt, kaufen wir uns einen LKW und bauen einfach unser Haus auf Rädern und dementsprechend haben wir auch nichts gespart und haben uns total lang beschäftigt, wie wir was haben, welchen Luxus wollen wir auch haben, damit es wirklich so gut ist, dass man richtig lang drinnen wohnen mag. Das ist ein Mercedes-Benz 1017er, das heißt, er hat 12 Tonnen und 170 PS und genau mit einem zuschaltbaren Allradantrieb und Hinterrad-Differentialsperre. Dieseltank haben wir ungefähr 400 Liter, das kostet dann richtig Geld an der Tankstelle. Man kommt aber auch recht weit, also wir brauchen ungefähr 20 Liter auf 100 Kilometer. Zum einen haben wir hier unseren Gastank, hier zweimal 11 Liter Flaschen, genau, und einen kleinen Abwassertank. Das meiste, was wir mit uns rumführen, sind Lebensmittel. Wir kaufen nämlich gern beim Großhändler ein und haben da dann Getreide, meistens so in 5 Kilo Säcken. Oder Feigen, Rosinen und so. Genau, und hier oben haben wir noch mal einen Stauraum. Da sitzt dahinter 500 Liter Brauchwassertank. Genau, und da haben wir auch hauptsächlich Lebensmittel im Vorrat. Wir mögen nicht so gerne einkaufen gehen. Und deswegen schauen wir, dass wir halt in Bio-Qualität Großmengen kaufen und genau, sind so dann ganz gut versorgt. Ja, was für mich wichtig war, man sieht ja oft an so Allradfahrzeugen, dass gerade mal so ein Podest rausgeht und die Stiege runter und das
fühlt sich jetzt wenig nach Wohnraum an. Und sowieso mit den Kindern wollten wir halt, dass bei der Tür draußen eine Fläche ist, wo wir mal draußen Kaffee trinken können oder Schuhe abstellen oder unseren Windeleimer draußen stehen haben oder was auch immer. Und deswegen wollten wir unbedingt eine Plattform haben, die möglichst einfach ist halt zum Montieren oder Demontieren. Und dann ist uns die Idee gekommen, das einfach klappbar machen. Also die Treppe hier, die wird ausgehängt und die kommt dann da hinten rauf. Und die Terrasse wird einfach hochgeklappt mit einem Gurt gesichert und das war's. Also es ist Akt von ein paar Minuten. Da fließen irgendwie zwei Berufe zusammen. Ich bin auf der einen Seite Maschinenbauer und Konstrukteur und auf der anderen Seite Schreiner. Und genau, das von daher war es einfach von der Planung weg bis zur Ausführung halt alles aus einer Hand. Und irgendwo das Ganze, man sammelt im Laufe seines Lebens Ideen und guckt sie viel an und sammelt gewisse Gegenstände, den Tisch zum Beispiel oder den Ofen, wo man schon die Idee hat, okay, das wird irgendwann einmal zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen. Und so war es dann auch. Alles in allem waren es knapp 50.000 Euro, reine Materialkosten und ca. 3.500 Planungs- und Arbeitsstunden. Stromaggregat, noch nie gebraucht, weil bis jetzt haben wir immer seit 1,5 Jahren, wo wir drin leben, sind wir von der Sonne versorgt und genau das wäre halt für den skandinavischen Winter als Backup. Genau, da haben wir immer ein bisschen Brennholz dabei, wir haben einen Holzofen auch drinnen. Genau, und da ist gerade mal so ein bisschen Bordwerkzeug. Ausnahmsweise keine Lebensmittel, sondern so Gewand und ein bisschen Werkzeug und so, wenn ich unterwegs mal was arbeite. Genau. Wir haben uns entschieden für einen Massivholzaufbau. Also es hätte die Möglichkeit gegeben, das als Holzständer auszuführen. Und wir haben uns aber für Massivholzplatten entschieden, weil es primär uns nicht so ums Gewicht gegangen ist. Aber es hat halt einen Vorteil, du hast einen komplett homogenen Wandaufbau. Und gerade wenn man zu viert drinnen permanent lebt und so viel Feuchtigkeit produziert, war es uns wichtig, dass es auch gut und gleichmäßig die Feuchtigkeit nach außen diffundieren kann. Genau, also eigentlich isoliert ist es nur durch diese Massivholzplatte und außen ist dann eine Lärchenschalung noch drauf als Bewitterungsschutz. Und zusätzlich haben wir im Fußboden noch eine Schafwolle zur Dämmung drinnen und im Dach ist eine Holzweichfaser. Nachdem wir jetzt zu viert sind, haben wir seit kurzem eben einen vierten Sitzplatz eingetragen und eingebaut und typisiert bekommen. Genau, das war ein bisschen ein Akt, das durch den TÜV kriegen, aber es ist uns gelungen. Der Mercedes hat nämlich zum Vergleich von anderen Gelände-LKW nicht so hohe Watttiefe, nachdem die Luftansaugung recht tief ist bei dem. Und durch den Schnorchel könnte man wesentlich tiefer ins Wasser fahren. Das Ding war ja, okay, wir haben jetzt unser Haus, aber wir wollen auch gerne einen Platz haben. Es gibt irrsinnig viele Bauprojekte, die wir verwirklichen wollen. Also wir wollen, es ist so, wir leben voll gern auf dem kleinen Raum, aber es ist auch schön, einen weiteren Raum wieder zu haben, um uns einfach zurückziehen zu können, mehr Spielraum für die Kinder zu ermöglichen. Deswegen werden wir bald unsere Jurte aufstellen. Eine recht große Jurte noch und das wollen wir irgendwie kombinieren mit dem LKW. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt auf große Platzsuche, wo wir einfach so ein Tiny House hinstellen können, die Jurte hinstellen können, mal anbauen. Wir haben da eine Küchenhexe, einen Küchenherd einfach, worauf man kochen kann, was man im Winter gut schafft, wenn man da gut einheizen kann, dann kann man tatsächlich gut kochen drauf. Wir haben zwei Herdplatten, man könnte auch die Herdplatte rausnehmen und einen Wasserkessel einsetzen. Wir haben tatsächlich auch, das ist richtig toll, da ist nämlich ein norwegischer Jotol, sogar ein Backofen dabei. Das ist ein bisschen tricky, aber man kann gut über Nacht ein Brot backen. Also mit Zeit und Muße geht das ganz gut, weil man nie einen kleinen tiny Raum so aufheizen kann, dass man wirklich tatsächlich über 200 Grad im Ofen dann zusammenkriegt. Da müsste man echt lang heizen und immer die Tür offen lassen.
Toilette, dort wo das Herz wohnt, dort wo das Herz ist. Bekanntlich sieht man es ja oft in Gärten. Ja, wir haben eine ganz simple auch Trockentrenntoilette. Genau, ist eigentlich selbsterklärend. Hat man in vielen Tiny House Videos, glaube ich, eh schon gesehen. Vorne kommt einfach der Flüssigteil rein, hinten der Feststoff, genau, und das wird dann einfach ausgeleert mit Absprache. In dem Fall wird es einmal auf den Hof, jetzt können wir es auf den Misthaufen werfen. Und sonst, genau, du musst sogar kompostieren probieren. Genau. Aber das dauert 3 Jahre, bis man Menscheninhalte kompostieren kann. Genau. Und jetzt probieren wir es gerade aus, also wo wir eigentlich jetzt stehen. Ich bin Seminarköchin, das heißt, wir haben eine fahrende Seminarküche hier. Das heißt, wenn Yoga-Seminare sind, Meditationsseminare, coole Seminare, die mir ansprechen, dann nehme ich den LKW, meine Familie mit und die Küche. Und dann kann ich für bis zu 16 Leute kochen. Ideal sind 12 Leute, alles was drüber geht, wird schon wirklich Challenge. Aber dann kann ich direkt vom LKW ausspeisen. Ich habe angefangen, so Tiny House Planungsaufträge anzunehmen, eben wo Leute kommen und sagen, sie wollen dieses oder jenes, und ich setze es dann plantechnisch um und bereite das so auf, dass man dann zu Handwerkern gehen kann und so. Und genau, werde auch anfangen, so Planungsworkshops anzubieten. Das ist eine tolle Sache. Das ist die Leiter von meiner Bauzeit, eine Auszugsleiter. Genau, einfach aufklettern und dann ist gut. Wir haben tatsächlich zu viert gut Platz. Wir haben den LKW geplant, wie wir noch zu dritt waren. Und jetzt haben wir irgendwie ausbauen müssen. Jetzt schlafen die Kinder, also die Jade ist die Größere, schlaft da rechts, wo der Hase ist. Und die Kleine, die Leier, schlaft einfach links, wo die Maus ist, wieder dazwischen. Genau, und da sieht man auch unsere Kleiderschränke. Das ist mein Kleiderschrank und das ist mein Kleiderschrank. Genau. Ja, und wir haben da noch einfach so Klappen, wo wir alle mögliches Zeug drinnen haben. Und da ist einfach ein kleines Bücherregal für die kleine Gemütlichkeit. Da ums Eck, genau. Das ist ein bisschen speziell bei unseren Fenstern. Wir haben ja eigentlich Echtholzfenster, die dann Meinhard gebaut hat. Und die sind ziemlich schwer. Und da haben wir ordentliche Beschläge gebraucht, weil die vom Camping Zubehör, also die sind ja oft aus Plastik oder genau, und da haben wir deswegen uns am Schiffsbau bedient. Das sind mäßig Beschläge aus dem Schiffsbau einfach, und die können eben das Gewicht der Fenster halten, weil es sind wirklich sehr schwere Fenster. Und wir wollten aber den Zusatz von dieser Camping, also was man in Campern einfach hat, dass man, wenn es draußen regnet, einfach aufmachen kann bei mir. Dach haben, in dem Sinn, das drüber steht und dann die Fenster schützt. Und so können wir jetzt beides machen. Wir können sie so klappen und haben eben Beschläge, die die Fenster halten können. Genau. Wir haben uns natürlich überlegt, nachdem wir so viel Licht durchfluteten Raum haben, brauchen wir natürlich auch Vorhänge. Die hat uns ein lieber Freund geschneidert, und zwar sind es einfach Leinenrollos, und machen zusätzlich ein bisschen ein Safari-Feeling, finde ich. Ich habe immer das Gefühl, ich bin in irgendeinem Safari-Zelt, wo man dann so die Vorhänge runterlässt. Genau, und dann rollt man sie einfach auf. Und das dauert immer ein bisschen, aber man hat schön. So. Die Technik befindet sich hier unter unserer Sitzbank. Also da haben wir so eine Kombi-Solarladeregler mit Wechselrichter, wo wir 1600 Watt Strom draus beziehen können. Und genau da hinten ist dann die Verteilung, die Wärmeverteilung von der Standheizung. Also wir haben da die Möglichkeit, eben den Fußboden zu heizen, die Wand zu heizen, den Tank zu heizen und einmal über den Wärmetauscher auch den Motor vorwärmen. Oder umgekehrt während der Fahrt, dass wir die Wärme vom Motor hinten im Aufbau nutzen. Die Hebamme ist eine sehr taffe Frau, die hat sich darauf einlassen, das in einem Tiny House Hausgeburt zu machen. Und es war tatsächlich sehr aufregend, die Nacht, weil wir da mitten in den Bergen waren und es hat voll die Schneesturmnacht gegeben. Und der Nachbar, also bei dem wir gestanden sind, hat dann sie mit dem
mit seinem Auto im Tal unten abholen müssen, damit sie raufkommt, auf den Berg raufkommt und so weiter. Ist doch gerade Ende. Ja. Ja, genau. Genau, und sie ist aber gut angekommen mit ihren drei Köfferchen und es ist jetzt tatsächlich da in dem Raum aus der 7 Stunden Geburt. Und wir haben so tatsächlich Platzwechsel gehabt. Irgendwann sind wir dann alle schlafen gegangen und die Hebamme hat sich da auf den Boden gelegt und sie oben im Bett. Also es war ziemlich cool. War ziemlich schön, sie zu Hause auf die Welt zu bringen. Also bevor wir uns den LKW gebaut haben, habe ich eine Firma gehabt, wo wir Jurten gebaut haben. Und das habe ich ein paar Jahre betrieben, eben mit einem Partner. Und bin dann ausgestiegen, weil ich eigentlich immer nur für andere die Lebens- und Wohnträume erfüllt habe. Und genau, selber aber nie die Zeit und den Freiraum dazu gehabt habe, meine Träume zu verwirklichen. Und das war halt notwendig, auch wieder was man sich aufbaut hat, auch hinter sich lassen, um einen nächsten Schritt machen zu können. Wenn man gewisse Träume in sich hat, die einen einfach nicht auslassen, dann muss man es leben. Weil sonst bleibt es immer auf der To-Do-Liste und irgendein Teil bleibt einfach ungelebt und dadurch auch unzufrieden. Und auch wenn wir vielleicht in 2 Jahren sagen, na, wir wollen nicht mehr im LKW leben, sondern jetzt ziehen wir in ein Haus oder so, dann haben wir das überklebt und die Erfahrung gemacht. Und um das geht es ja irgendwo im Leben.